Hallöchen, ihr Lieben. Ich mache jetzt noch in etwas anderer Montur die Buchrezension von Aus Versehen Prinzessin von Mary Jenny Stevenson, bevor ich jetzt nach Hause fahre. Das ist die Alaskan Royals Serie. Ich glaube, da gibt es nicht so viele davon. Ich habe jetzt gesehen, die Betsy Taylor, die mich, glaube ich, ziemlich interessieren würde, gibt es etwa 15 Teile davon. Es geht hier um die Christina, die arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff, das kam ganz am Anfang vor. Und ihr Chef macht sich, glaube ich, mal wieder an sie ran. Und sie entledigt sich ihm dann mittels eines Drittes in die Eier, glaube ich. Und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, sie kündigt selber. Sie verlässt das Schiff auf der Stelle und sitzt dann eben in Alaska fest. Und da begegnet sie dann zufälligerweise einem Mann, einem Fischer, wo so ein bisschen was Seltsames drumherum ist. Und es stellt sich dann heraus, dass er der nicht ganz konventionelle König von Alaska ist. Und er nimmt sie dann mit in sein Schloss und stellt sie seinem Sohn David vor. Und so werden die zwei miteinander verkuppelt. Und das ist jetzt wirklich nur der Anfang von dem, was ich von der Geschichte. Und erst dann fängt es richtig an. Also es war eine wirklich spannende Geschichte. Hier fand ich aber diese Protagonistin insofern ganz sympathisch, weil auch, dass sie sie ist schon ein bisschen überspitzt, dass sie eben so ein bisschen überspitzten, temperamentvollen Charakter hat. Und es kommen ja auch, besonders in diesem Buch, und ich glaube, das allgemein von der Autorin, schon 6 Szenen vor. Und in diesem Buch sind sie, um es mal so zu sagen, es gibt auch 1-2 Szenen, die dann eben umso detaillierter sind quasi. Mary Jenny Stevenson hat eine sehr spezielle eigene Art zu schreiben, oder vielleicht auch die deutsche Übersetzerin, die mir sehr gut gefällt. Dieses Buch hier, also diese Spannung wird irgendwie auch recht langsam aufgebaut. Wird viel Wert auf Details gelegt, ist aber auch ein bisschen klischeehaft und übertrieben. In diesem Buch genau gesagt ist es jetzt halt auch viel Wert auf die Ehevorbereitung und die Hochzeitvorbereitungen erzählt, was eigentlich ziemlich realistisch ist, aber wahrscheinlich nicht jeder lesen möchte. Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt dann auch noch eine kleine rasante Passage. Jetzt bin ich noch in der Bonus-Story. Die gefällt mir irgendwie ganz besonders gut. Die ist so ein bisschen anders. Es geht um die Lois, die eine Polizistin ist. Und sie hat, sie war Polizistin, sie ist jetzt, glaube ich, schon noch bei der Polizei, aber im Büro. Eigentlich ein langweiliger Job, denn sie hat eine alte Schussverletzung und sie hat deswegen starke Schmerzen, aber auch psychische Probleme. Darum kommt es, dass sie eine Überdosis Medikamente und Alkohol nimmt und dann an einem ganz seltsamen Ort aufwacht, wo sie von einem Puma gerettet wird, der sich dann als Mann entpuppt, der sich einfach ins Puma verwandeln kann, hin und her. Dann geht es so ein bisschen weiter mit dieser speziellen Welt, wo auch diese Rangordnung der Pumas, sind alles Pumas, dargestellt wird und sie auch noch eine alte Bekannte trifft, die schon gestorben ist.
und gleichzeitig aber auch mit dem Gedanken hadert, möchte sie wieder zurück oder will sie doch hier bleiben. Ja, das war's, glaube ich, mit der Rezension. Ach, ich wollte noch erwähnen, heute machen sie hier unten einen Parkplatz, wird mit dem Fadenmäher das ganze Unkraut abgemäht, das hört man ganz bestimmt. Tut mir leid. Tschüssi.